Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Information 940 am 5. August. Wir sprechen über Alexander Winnick, der Betreiber der ehemaligen Bitcoin-Börse BTCI. Er muss vor Gericht sich verantworten. Dann der springt eine Krypto-Debitkarte nach Mexiko und das ETH-Flippening. Ja, denn was ist da dran? Kann ETH Bitcoin flippen? Mal gucken mal, was bei Bitfinex da so los ist. Wir starten mit dem Preis, wir stehen aktuell bei 11.317, nicht schlecht, waren gestern mal bis auf 11.067 runter, aber klettern seitdem wieder nach oben, sehr schönes Zeichen, ja, so gefällt mir das. Bevor wir mit dem ersten Thema starten, hier an dieser Stelle wieder ein Dankeschön an den heutigen Sponsor, xbtpro.com. Checkt das aus, der Link dazu ist in der Beschreibung. Das ist eine neue Krypto-Bitcoin-Börsen-Exchange und die bieten gerade, ja, dir 25% Bonus auf deine erste Einzahlung. Ja, die maximale Bonus ist hier $250, den du abräumen kannst. Und die haben, ja, ein paar coole Geschichten, wie zum Beispiel ein, ja, 10-stufiges Affiliate-Programm, was sehr interessant ist, aber auch die Trading Academy mit 37 Videos zum Thema, ja, Trading Krypto ist sehr, sehr spannend. Also meldet euch kostenlos an, räumt den Bonus ab. Link dazu ist in der Beschreibung. Starten wir mit Alexander Winnick. Ja, Alexander Winnick, wir hatten schon des Öfteren mal drüber gesprochen. Ja, er muss sich in Frankreich vor Gericht jetzt verantworten, nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP. Ja, geht's da jetzt los? Die Anklagepunkte belaufen sich jetzt gegen ihn. Wie heißt es? Erpressung, erschwerte Geldwäsche, kriminelle Vereinigung und betrügerischer Zugriff auf und Veränderung von Daten in Datenverarbeitungssystemen. Ja, hört sich nicht so gut an, was Frankreich da für ihn vorbereitet hat. Und angeblich hat er in einer der größten Betrugsaffären der jüngeren Geschichte 300.000 Bitcoin, also ca. 3,5 Milliarden Dollar, über die einzige Kryptobörse BTCI gewaschen. Dann gab es einen Haftbefehl aus den USA. Er wurde ja 2017 bei einem Urlaub in Griechenland festgenommen und dann, ja, ging das Ringen los, wohin die Auslieferung stattfinden sollte, in die USA, nach Russland oder nach Frankreich. Frankreich, ja, da wird ihm jetzt zuerst der Prozess gemacht. Am liebsten wäre er nach Russland gegangen. Da wirft man ihm lediglich Betrug in Höhe von $11.000 vor. Ja, keine Frage, dass er gerne dahin gegangen wäre. Aber in Frankreich sieht das anders aus. Auch in den USA sieht's übel aus. Dort hat die Anklageschrift 21 Punkte, eine Strafe in Höhe von 110 Millionen US-Dollar. Er selber muss nochmal 12 Millionen zahlen. Und es drohen ihm in den USA bis zu 55 Jahre Haft, also echt crazy. Das ist schon, ja, echt übel. Angeblich haben sie schon seit 2016 in Frankreich auch ermittelt bezüglich Erpressungssoftware, die im Zusammenhang mit der Bitcoin-Börse stehen. Und hat angeblich auch Franzosen betrogen mit, ja, dabei geht es dann um 135 Millionen Euro, also eine lange, lange Liste. Auch in Neuseeland, ja, haben die 90 Millionen aus seinem Besitz beschlagnahmt. Also echt crazy, überall versuchen sie jetzt hier irgendwie ihm da was anzuhängen. Ist was dran? Keine Ahnung, ja, ich, BTCI kannte ich nicht, ihn kenne ich noch weniger, aber da, ja, ranken sich einige Mythen natürlich um ihn. Angeblich soll er von 2014 bis 2017 für die Verarbeitung von 95% aller Ransomware-Zahlungen verantwortlich sein. Es werden ihm Verbindungen zum russischen Militärdienst GRU, der Hackergruppe Fancy Bear, nachgesagt. Und ja, auf jeden Fall ist er laut diesen Informationen ein krimineller Tausendsasser, soll sogar in den Hack der Mt. Gox-Börse mit verwickelt worden sein. Und ja, einiges an Kohle abgegriffen haben. Was wirklich da jetzt zutage kommt, da bin ich echt gespannt, was sie ihm da nachweisen und ob er dann noch in die USA oder nach Russland ausgeliefert wird. Auf jeden Fall sehr, sehr spannender Fall. Zweites Thema heute ist Dash Latin America.
nämlich das Crypto Exchange Taurus.io. Die haben jetzt in der Partnerschaft mit Dash um die erste Dash Debit Visa Karte rauszubringen. Als erstes gilt das erstmal in Mexiko. Das heißt, die Mexikaner können dann überall, wo Visa akzeptiert wird, quasi ihre Dash ausgeben. Die werden automatisch an den Pesos transferiert. Da gibt es also eine App zu. Also ziemlich coole Geschichte. Der Head of Business Development von Dash Core Group, er sagt, dass es halt einfach ein schöner Weg ist, um dieses Ökosystem zu fördern, dass man viele User hier, Dash-User hat in Mexiko, und dass die Leute durch das Nutzen dieser Krypto-Debit-Karte Dash Rewards sammeln. Das heißt, du gibst das aus und bekommst Dash Rewards zurück, wie man das von so vielen anderen Karten kennt. Ziemlich coole Geschichte. Ob es da jetzt noch andere Kryptos drin gibt in der Karte, weiß ich nicht, aber Dash ist ja einer der, meiner Meinung nach, besten Kryptos, um damit im Alltag zu bezahlen. Und der CEO von Taurus Exchange, der sagt auch halt, ja, dass diese ganze, ich sag mal, Covid-Geschichte hier das gefördert hat, wegen kontaktlosen Bezahlen, Social Distancing und dem ganzen Kram. Und dass wir hier halt, ja, uns das, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir haben, als das neue Normal, the new normal, ansehen können. Das hört man ja auch oft, diesen Begriff. Ja, ich halte davon überhaupt nichts. Aber anscheinend wird es so kommen. Wir können ja eh nicht viel tun. Ein Satz, den der CEO auch gesagt hat vom Taurus Exchange, ist, dass diese neue Welt, um Krypto auszugeben, viel mit Freiheit zu tun hat. Ja, es ist schön, es ist toll, wenn man Krypto ausgeben kann. Keine Frage, bin ich alles dafür. Aber inwiefern das mit Freiheit zu tun hat, wenn man das über Visa und Mastercard macht, das ist eine andere Geschichte, weil letztendlich sind die dann noch in Kontrolle. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die Leute dazu zu bringen, Krypto ernst zu nehmen, Krypto zu nutzen. Und ja, auf jeden Fall Daumen hoch hier nach Südamerika. Dann gucken wir mal rüber zu Bitfinex. Bitfinex, der CTO, Paolo Ardoino, ja, er hat jetzt einen Tweet rausgehauen gestern, und ja, mal kurz gesagt, was los ist hier bei Ethereum und Bitcoin. Nämlich Ethereum, seit einigen Tagen hat Ethereum ein größeres Volumen im Spot und auch im Derivatehandel als Bitcoin. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist Bitcoin immer die unangefochtene Nummer 1, und ja, jetzt ist es so, dass Ethereum die Nummer 1 ist seit ein paar Tagen. Ethereum hat zum Beispiel in den letzten 24 Stunden 60,9 Millionen Umsatz gemacht, also Handelsvolumen, Bitcoin nur 46,9. Also ja, schon ein signifikanter Unterschied. Und ja, das führt natürlich dazu, dass jetzt immer wieder mehr Leute darüber sprechen, dass Ethereum Bitcoin flippen wird, dass Ethereum die Nummer 1 wird und so weiter und so fort. Einige sagen, ja, diese Betrachtung nur von Marktkapitalisierung, die ist nicht richtig. Man muss auch ein paar andere Faktoren damit betrachten. Tatsache ist aber, ich glaube, BTC und ETH miteinander zu vergleichen, sind einfach zwei verschiedene Projekte. Jeder, der in Krypto investiert, meiner Meinung nach, ja, der ist gut beraten, auch ein bisschen zu diversifizieren. Ich bin kein Fan, alles auf eine Karte zu setzen, wie die BTC Maxis das so gerne machen, die dann oft behaupten, alles außer Bitcoin ist ein Scam. Ja, das sehe ich anders. Und ich glaube, Ethereum hat seinen Platz hier gefunden und wird in Zukunft ja große, große Chancen haben, hier vielleicht sogar auch an Bitcoin vorbeizuziehen. Ich würde es nicht unbedingt ausschließen, aber es gibt so verschiedene Möglichkeiten, das mal zu betrachten. Es gibt so einen Flippening-Index, ich blende das mal kurz ein, ja, vom Blockchain Center. Die betrachten 8 Metrics da, um zu gucken, wie es aussieht, so mit dieser Flippening Score. Aktuell steht Ethereum bei 54%, um Bitcoin zu flippen. Wenn man sich den Chart anguckt, da sieht man nur zwei von diesen 8 Metrics, ja, zeigt, dass Ethereum mehr Transaktionen hat und auch mehr Gebühren verdient mit durch die Miner. Also sehr, sehr interessant. Die anderen, ja, werden sich dann noch entwickeln, aber viele Leute schielen ja schon auf Ethereum 2.0, dass ja das weiter dazu führen wird, dass Ethereum sich näher an Bitcoin ranschiebt, vielleicht sogar überholt. Und hier nochmal ein Glückwunsch an Ethereum, das Staking Testnet, das ist live, Medalla nennt sich es. Und es ist ja ein Community-Projekt, die Leute aus der Community haben die Nodes am Laufen. Im Endeffekt ist es ein Dress-Rehearsal für den Mainnet-Launch. Und
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nachfrage nach Ethereum, wenn dieses Mainnet dann an den Start geht, explodiert. Aus dem einfachen Grund, weil du Staking Rewards für Ethereum verdienst. Das heißt, du kannst dein Ethereum wegsperren und bekommst einen Cashflow. Das ist natürlich auch für große Institutionen interessant. Gerade in Zeiten ja, von Negativzinsen und Co. Ja, könnte es sein, dass jetzt, ja, sobald ETH 2.0 losgeht, hier immer mehr Menschen ins Staking reingehen, Institutionen ins Staking reingehen und das, ja, Ethereum weiter stärkt. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir sehen ja auch, was im DeFi-Bereich gerade passiert. Also die Nachfrage nach Ethereum ist enorm und wächst immer weiter. Zum Schluss gucken wir mal am Markt. Wir stehen bei 345 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin haben 60,4%. Der Bitcoin leuchtet grün, Ethereum grün, leicht im Plus die Coins in den Top 10. Ja, da bewegt sich im Endeffekt Cardano und der Binance Coin mit, ja, über 4% Kursplus. Sonst ist nicht so viel Bewegung drin. Top-Gewinner zu gestern, das ist Tor Chain mit über 20% Kursplus. Top-Verlierer hingegen, das ist Swipe mit knapp 8% minus. Also Leute, das war es wieder mit den News. Ihr wisst, was zu tun ist, oder? Wisst ihr es? Ja, klickt mal auf den Like-Button, klickt auf den Thumbs up hier. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann morgen wieder. Und checkt noch den Link in der Beschreibung aus, XBT Pro Exchange, ja, ein up-and-coming Exchange. Also Leute, bis morgen, wie immer, mal der Dude schwenkt den Hut, der zweite Force of Evil. In Bitcoin and cryptocurrency, we trust. Bam.